Herzlich willkommen bei Lernen mit Fahim. Wir schreiben heute unseren zweiten B1-Brief. Das Thema: Ihre Familie möchte in den Ferien nach Österreich fahren. Letztes Jahr hat ein Freund dort in einer schönen Ferienwohnung gewohnt. Also das ist unser heutiges Thema. Sie sollen an die Familie Meinert schreiben. Nun, wie fangen wir unseren Brief wieder an? Dieser Brief ist nicht so wie die anderen. Meistens schreiben sie an Freunde. Hier schreiben sie aber an die Familie Meinert. Das heißt, wir fangen an mit Liebe Familie Meinert. Das wäre also die, das bleibt gleich. Wir gehen als Nummer 1. Die schreiben sie an Familie Meinert, also liebe Familie Meinert. Die Nummer 2, was wir machen, ist das Thema. Also, Ihre Familie möchte in den Ferien nach Österreich fahren. Letztes Jahr hat ein Freund dort in einer schönen Ferienwohnung gewohnt. Wie schreiben wir das? Für das Ihre Possessivpronomen nehmen wir meine. Meine Familie möchte in den Ferien nach Österreich fahren. Dieser Satz ist grammatisch korrekt und kann auch so bleiben. Letztes Jahr hat mein Freund, da Sie jetzt Familie Meinert anschreiben, sagen Sie, bei Ihnen gewohnt. Und was hier neu wäre, ich interessiere mich dafür. Das heißt, Sie hätten einen kleinen Grund in der Einleitung angegeben. Und dann, diesen Satz hatten wir auch beim letzten Mal zum Auswendiglernen. Endlich habe ich Zeit, Ihnen zu schreiben. Man kann natürlich auch Antworten sagen. Denn die nächsten Punkte sind die Leitpunkte, die wir unbedingt beantworten müssen. Eine gute Einleitung bringt Ihnen nichts, wenn Sie nicht die Leitpunkte beantworten und damit das Thema verfehlen. Eines der Leitpunkte: wann und wie lange Sie die Ferienwohnung brauchen. Wir gucken zuerst nach der Person, Sie, und statt Sie sagen wir ich. Danach nehmen wir immer das letzte Verb. Ich brauche die Ferienwohnung, Nummer 3, also das Objekt. Wann? Wenn wir mit Monaten sprechen, sagen wir natürlich im September, im Oktober oder im November. Wir haben hier eine zweite Frage, das heißt und wie lange? Wie lange ist immer eine Zeitdauer? Das heißt vielleicht zwei Wochen oder 3 Wochen. Wir beantworten sie wie folgt. Ich brauche die Ferienwohnung im September für 2 Wochen. Damit hätten wir wieder einen grammatisch korrekten Satz. Gehen wir zum nächsten Leitpunkt. Warum Sie schreiben und, Achtung, auf dieses und. Wir haben hier schon wieder 2 Fragen. Und woher Sie die Adresse haben. Das heißt, bei warum müssen wir einen Grund angeben. Wir kennen die Weil-Sätze. Diese kommen in der A2-Grammatik vor. Aber wir haben auch Hauptsätze, die ich in diesem Fall
besser finde. Und zwar haben wir die Möglichkeit, so zu antworten. Da, das wäre ein sozusagen die Umstellung eines Weil-Satzes. Und zwar, ich kann hier schreiben, ich schreibe Ihnen, weil ich mich für die Wohnung interessiere. Und damit wir keine linearen Sätze haben, sagen wir, stellen wir hier um mit da als Satzanfang. Das heißt, da ich mich für die Wohnung interessiere, schreibe ich Ihnen. Damit hätten Sie einen Grund angegeben, warum. Wir kommen jetzt zur zweiten Fragestellung. Von wem Sie die Adresse haben. Da können wir mit dem Objekt anfangen, also die Adresse. Die Adresse habe ich von meinem Freund. Und damit wäre auch der Leitpunkt 6 beantwortet. Und vergessen Sie nicht, mit Nummern zu arbeiten, so dass Sie immer wissen, aha, diesen Leitpunkt habe ich bereits beantwortet und brauche mich nicht mehr darum zu kümmern. Der nächste, was möchten Sie denn wissen? Wir können hier als Satz anfangen, das finde ich immer sehr schön, außerdem. Außerdem bedeutet und, ein Plus. Außerdem möchte ich noch Folgendes wissen. Wir könnten hier genauso gut schreiben, ich habe ein paar Fragen. Aber diese Satzkonstellation finde ich einfach schöner. Und die Fragen dazu, also so antworten Sie mit dem richtigen Satzbau. Und wenn wir nach Orten oder Sachen fragen, dann fragen wir mit gibt es? Und zwar, gibt es in der Nähe einen Supermarkt? Gibt es eine Terrasse oder einen Balkon? Damit hätte ich zuerst mal mit dem richtigen Satzbau geantwortet. Ich möchte noch Folgendes wissen oder außerdem möchte ich noch Folgendes wissen, der schönere Satzbau, und gibt es in der Nähe einen Supermarkt oder gibt es eine Terrasse oder einen Balkon? Der letzte Satz, der letzte Leitpunkt, gucken wir nochmal unsere Frage. Welche Freizeitangebote für Sie wichtig sind? Wir vergessen nicht die Präposition für. Wir haben hier Akkusativ, also für mich. Dann nehmen wir das Verb sind und für welche hatten wir letztes Mal schon gesagt, nehmen wir folgende. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen. Für mich sind folgende Freizeitangebote wichtig. Wir haben aber damit immer noch nicht beantwortet, welche. Deswegen nehmen wir für mich sind folgende Freizeitangebote wichtig. Hier können wir aus der Grammatik von B1 nicht nur reiten, sondern auch schwimmen. Damit hätten wir alle Leitpunkte nun beantwortet, aber in der Aufgabenstellung steht auch, dass Sie ein schönes Ende schreiben sollen. Und damit kämen wir dann zum letzten Satz unseres Briefes. Den kann man wirklich auswendig lernen. Ich wäre, weil hier die Familie Meinert gemeint ist, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir bald antworten könnten. Mit lieben Grüßen. Dann kommt natürlich hier Ihr Name hin. Warum schreiben wir hier mit lieben Grüßen? Weil da es ja eine Familie ist, kann man auch im Deutschen liebe Familie Meinert sagen. Damit verabschiede ich mich für dieses Mal und
wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.